Ja, servus und hallo again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Franchise Hockey Manager 7. Unsere Karriere in der DEL2 sind wir aktiv bei den Bietigheim Steelers und müssen jetzt das vierte Vorbereitungsspiel gegen die Heilbronner Falken absolvieren. Bisher sieht unsere Bilanz recht ordentlich aus. Wir können mal auf die Schedule schauen. Also ein 4:1 Sieg gegen Bad Nauheim, ein 3:0 Sieg gegen die Tölzer Löwen und ein 7:2 gegen die Kassel Huskies. Jetzt also einen Tag Pause, dann geht's gegen die, habe ich vergessen, gegen die Heilbronner Falken, genau. Dann noch gegen die Dresdner Eislöwen, gegen die Eispiraten Krimitschau und im November dann noch ein Preseason-Spiel gegen die Tölzer Löwen nochmal und dann startet die Liga. Spannend wird's. Wir haben keine Nachrichten für uns an Manager. Das heißt, alles läuft irgendwie. Simulieren wir mal zum nächsten Tag. Ich habe Kopfhörer auf, weil es heute ein Kacktag war und ich jetzt ein bisschen Mucke brauche. Wobei ich auf 80er Jahre Hits stehe. Im Moment läuft gerade Paul Young, Love of the Common People. Ich würde jetzt singen, aber das will ich euch nicht antun. Ja, also, die DEL2. Ich bin gespannt, wie sich unser Team macht. Ich hatte schon ein paar Saves bei den vorherigen Versionen, wo die Vorbereitung recht ordentlich war. Die Regular Season eine volle Katastrophe und wir nur verloren haben. Jetzt schauen wir mal, dass es heute vielleicht anders läuft. So, es gibt neue Nachrichten. Bryce Gervais von den Heilbronner Falken fällt 5 Monate aus. Das ist natürlich heftig. Wir schauen mal unsere Aufstellung an. Fragen wir mal den Assistant. Keine großen Änderungen. Okay, ja, dann gehen wir es an, oder? Goalie starts. Gavrilov. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder richtig drücken. Nicht Sim-Game, sondern Play-Game. Nichts Bewegendes dabei. Keine wichtigen Statistiken hier zu sehen. Also Play-Game wieder im Schnelldurchlauf. Das machen wir ganz quick. Und ein Tor. Marvin Tepper bringt leider unseren Gegner in Führung. Und Matt McKnight gleicht aus. Vorarbeit Zintek und Norman Hauner. Damit steht es 1-1, 5:32 noch im ersten Drittel zu spielen. Das war es dann auch. Schauen wir mal kurz auf die Boxscore. Marvin Teppers zweites Vorbereitungstor. Matt McKnight sein erster Treffer. Zintek 2 Assists, Hauner jetzt schon 4 Assists. Und Kevin Maginot, oder auch Maginot, schießt einen Treffer, Vorarbeit Klos und Kirsch, damit wieder 2-1 für die Falken. Und das war auch schon das zweite Drittel für Maginot. Das erste Tor, Vorarbeit Klos eben erster Assist und Kirsch zweiter Assist. Penaltis gab es auch ein paar, Pommersberger, Rybnitzki und McKnight. Unser Torschütze, jeweils 2 Strafminuten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ah, das 1:3. Jean-Lucas Schumacher
und Vorarlberg Kirsch und Götz. Das war's dann wohl. Und sogar noch das 4:1 nachgeschoben, Dylan Vruk. Das ist nicht unser Spiel heute. Aber man kann nicht alles gewinnen. Meine Pumpe geht wieder an. Mein Zucker explodiert gerade. Jo, man könnte sagen, außer Spesen nichts gewesen. Schumachers zweites Tor, Wuchs ebenso das zweites Tor. Also jetzt konnte man nichts gewinnen. Gottsch fehlt uns ja immer noch. Nichols und Gervais, das haben wir gehört, und Maschmeyer auch Broken Nose. Ja, also das vierte Vorbereitungsspiel läuft nicht so gut. Ja, nochmal die Übersicht. Naja, kann man nichts machen. Wir werden jetzt auch noch das fünfte bestreiten. Was habe ich gesagt? Gegen wen spielen wir? Wer hat aufgepasst? Wer hat sich's gemerkt? Gegen Dresden, oder? Steckst rein und Dresden. Okay, Entschuldigung. Boah. Wasserbrühe. So. Das war nix. Ja, Dresden ist es. Die Dresden Eislöwen. Wann spielen wir gegen die? Oh, today. Wir machen jetzt mal so. Oh, Breitkreuz ist Day to Day. Rippenverletzung. So, wir brauchen jetzt unsere Taktik. Beziehungsweise unsere Lineups. Nein, unsere Lines. Also. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Erstmal wieder der Sicherheitssafe. Ich notiere mir, dass wir gegen die Dresden Eislöwen spielen. Play Game, also. Die Übersicht, hier sehen wir es. Dresdner Captain ist Ivan Trupp. 3 Scratches. Bei uns ist es Gottsch, Breitkreuz und Becker, die sind beziehungsweise Gottsch und Breitkreuz sind angeschlagen. Trupp, 4 Spiele, 1 Tor, 1 Assist. Bei uns CJ Stretch, 4 Spiele, 2 Tore. Und Benjamin Hüfner schießt das 1:0 für uns. Unsere Nummer 9, Vorarbeit Fabian Cookie. Aber 1:1 René Kramer, Vorarbeit Knobloch und Matej Mrazek. Und Dresden geht 2:1 in Führung. Rope Renta. Vorarlberg Heiß und Flade. Matt McKnight trifft wieder 2:2. Ah,
Bruno Riedl, das 3:2 für Dresden. Damit ist das zweite Drittel auch rum. Pielmeier vorbereitet Zintek und Hüfner. Damit Overtime 5 Minuten. Was gibt's dann? Penalty, oder? Und dann schießt Dresden das 4:3. Also es sind mehrere Overtimes hintereinander gewesen. Oh, okay. Also wir verlieren 4:3. War jetzt auch nicht so toll. Damit haben wir jetzt noch zwei Vorbereitungsspiele, wenn ich mich recht entsinne, was ich vorher erzählt habe. Können wir nachher mal schauen. Ja, mir ist es hier ja wichtig, der Langzeitspaß, ich sag's in jedem Teil eigentlich. Darum kümmere ich mich jetzt auch gar nicht so sehr um die einzelnen Taktiken und so. Das sind vielleicht für Taktikfüchse ist das langweilig. Ich möchte hier viele Seasons spielen. Ah, Gotsch kann wieder spielen. Okay. Also, dann schauen wir nochmal. Zwei Spiele sind es noch. Okay. Ja, die werden wir dann morgen simulieren. Ja. Das war dann der siebte Teil jetzt von unserer Franchise Hockey Manager 7 Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht's weiter. Servus und bye bye. Dann startet auch bald die Liga.